Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir reagieren auf Visca Barça, Real Madrid gegen Dortmund. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe mir das Spiel nicht angeguckt, ich habe mir das Spiel von Paris angeguckt. Aber ich habe gesehen, dass Dortmund in der ersten Halbzeit richtig stark gespielt hat und in der zweiten Halbzeit anscheinend sehr defensiv. Und gegen Real Madrid defensiv spielen macht keinen Sinn. Vor allem in der 50, ab der 50. Minute hat er, glaube ich, defensiv gespielt. Nuri Sahin. Ja. Keine Ahnung, was da schief ging, aber 2-0, von 2-0 auf 5-2 ist schon krass. Ist schon sehr krass. Ich bin sehr gespannt, gehen wir rein. Abfahrt. Visca Barça ist wahrscheinlich auch danach gebrochen, aber gut. Der hat bestimmt wieder Auge gemacht, dann dachte er, oh, mein Auge klappt. Und dann wird er gebrochen. Diesjährige Champions League Finale. Real Madrid vs. So, ich Borussia mach mal ein bisschen Dortmund. lauter, oder? Nächste Runde und wiederholt sich. Ich bin auch schon im Madrid-Finale, Leute! Ich hab einen gelben Koffer dabei. Ja, stimmt, das ist ja auch das Champions League Finale, ne? Vom letzten Jahr. Und schwarz-gelben Hoodie an. Für wen bin ich denn wohl heute? Es wird Auge gemacht. Übrigens, mein Auge geht Aha. fast perfekt. Vor ein paar Monaten waren wir noch auf dem Finale im Wembley, wo Carvajal den Borussen mitten ins schwarz-gelbe Herz geköpft hat. Aber es war echt belastend. Ich weiß noch, die Dortmunder hatten so gute Chancen, um auch selber in Führung zu gehen, wie zum Beispiel durch Karim Adeyemi. Aber nun gut, Freunde, ich hoffe, sie können heute das vergessen machen und zumindest ein wenig eine Revanche ausüben. Es geht endlich wieder los mit geilen Stadionvlogs, Leute. Morgen geht's für mich direkt weiter nach Barcelona. Oh Gott, die Bayern warten mal wieder. Die Traumas schießen hoch. Am Wochenende dann El Clasico und nächste Woche bin ich beim Ballon d'Or eingeladen mit Eli. Das wird auch 10 von 10, Leute. 10 von 10, 11 von 10. Also die Woche ist richtig geil mit Fußball. Videos erwarten euch und ich habe auch sehr gute Nachrichten. Erstens, ich hatte heute einen Gerichtstermin. Ich möchte nicht darauf eingehen, um was es da genau ging, aber auf jeden Fall alles sehr gut verlaufen, Leute. Deswegen bin ich auch erst sehr spät, jetzt gebe ich eben passiert. Und mein Flieger hat auch noch Verspätung. Aber nun gut, Leute, machen wir das Beste draus. Und in der IT League haben wir einen Katastrophenstart hingelegt, Leute. Mit 5 Niederlagen in Folge, doch jetzt 3 Siege in Folge. Unter anderem gegen eins der besten Teams. Wir haben 3 Siege in Folge, krank. Football. Wir sind wieder komplett back in business. Wir haben irgendwie 4 Siege in Folge verloren. Am Anfang. Realistische Chance, Leute, doch noch die Top 8 zu erreichen und aufs große Finale nach München zu kommen. Schaut mal, wie fresh auch unser Auswärtstrikot aussieht. Richtig nice. Let's go! Bestes Wetter in Madrid, 22 Grad, kurz vor Sonnenuntergang. 22 Grad, ist Digga, aber nach bei uns ist es gerade 8 Grad oder so, ne? Krank. Verletzungspause. Oh, geil, das Spiel habe ich mir so angeguckt, ne? Geil. Some things never change. Gavi wurde eingewechselt, Leute. Nach einem Jahr Verletzungspause ist er ebenfalls zurück. Gavi. Und hat ihm dann die Kapitänsbinde umgeschnallt. Das war so heftig. Gavi. Und auch mit den ganzen Gavi-Sprechchören. Und dann liebst du jetzt schon über Barca reden. Gavi back, Fermin back, Frankie back, Olmo back. Es fehlen eigentlich jetzt nur noch Christensen und Araujo. Also die Bayern, Leute. Ich glaube, die werden sehr viel Respekt haben. Ach, Araujo ist verletzt? Mirador de Carmartin. Alright, sieht chillig aus. Hallo Leute, da bin ich im Spiegel. Ah, hier riecht es ja babamäßig auf dem Hotelflur. Wir stellen aber wirklich nur ganz kurz unsere Sachen ab. Na, ach Digga, nein. Hat die jetzt die Karte, die hier entsperrt? Digga, ich muss nochmal runter. Ein paar Sekunden später. Auf ein neues. Komm, geh jetzt. Wir müssen zur Bernabeu. Jawohl. Direkt los hier mit dem Waschbecken rechts. Okay. Oha, so eine offene Dusche mit grünen LEDs. Hier ist, was ist hier? Hä? Hier ist zu. So kann man hier ins Nachbarzimmer, oder was? Hä, wo ist denn die Toilette? Digga, die Toilette ist zu. Kein Spaß? Hä? Ich muss aufs Klo, Digga. Oder ist hier die Toilette? Ach so, okay, never mind. Aha, wer ist das? Aber ist ja voll die riesige Dusche, Digga. Crazy. So, okay. Schon besser. In der Bundesliga hat ja Dortmund ab und zu gestrauchelt, aber dafür läuft es babamäßig in der Champions League. Sie sind auf dem ersten Platz von 36 Teams. Real Madrid ist gerade sogar auf dem 18. Platz hinter Barca und Bayern. Aber Paris ist 20, Alter, und was? Heute. Imagine, die verlieren heute, dann haben sie einen Sieg und 2 Niederlagen nach 3 Spielen. Das wäre schon ein Fehlstart. Was ist denn das für ein Nachtschrank? Sieht aus wie ein Tresor. Hä? Wie mache ich den auf? Das ist nur Deko, oder was?
Die Zimmernummer leuchtet sogar in gelb. Das ist ein gutes Omen. Es fühlt sich echt wie eine halbe Ewigkeit an seit dem letzten Stadion-Vlog, obwohl es nur 2,5 Wochen her ist. Aber ich bin froh, Leute, wieder für euch da zu sein. So, rede. Los mit absoluten Krachern. Ich freue mich. Leute, irgendwann will ich auch mal einen Hund haben. Schau mal, was für ein schöner Golden Retriever. Oder ein Husky, aber die brauchen natürlich enorm viel Auslauf. Aber Retriever sind einfach die besten Familienhunde. Richtig chillig. Aber seid ehrlich, so ein bisschen ähnlich auch einem Golden Retriever. Mbappé hat jetzt am Wochenende auch ein absolutes Traumtor geschossen gegen Celta Vigo. Präsentiert sich in besserer Form, ist auch viel spritziger. Bin mal gespannt, ob er heute auch in der Champions League performt. Auf dem Kennzeichen von meinem Uber steht einfach MVP. Ah, wer wird das heute? Karim, come on, Digga. Der guckt mal sein Handtattoo an. Ist er nun eine Latino-Gang oder was? Alle Creator, Eli, Sydney, Willi, Tone haben auf Real Madrid getippt, außer ich. Ich bin der Einzige, der beliebt. Hat auch bestimmt nichts damit zu tun, dass ich Barca-Fan bin. Wisst ihr, worauf ich mich aber auch extrem freue? Am 11. Dezember spielen wir gegen Dortmund in der Champions League in Dortmund. Ich bin im Auswärtsblock, Leute, im Signal Iduna Park. Das wird genial. Es wird so langsam dunkel. Ihr wisst, was es heißt. Flutlicht, Champions League. Und wie gesagt, mein Tipp ist heute 2-1 für BVB. Ein paar hundert Meter müssen wir noch laufen. Da vorne um die Ecke, dann sind wir auch schon beim Bernabeu. Da ist auch schon der erste Mbappé. Jetzt ist ein Titel. Ja. Hat er noch nicht aktualisiert. Geil! In ein paar Tagen kommt einfach ein neuer Teil von Venom raus. Wie nice. Mir kommt es aber auch so ein bisschen so vor, als wenn ich hier gefühlt alle 2 Wochen am Start wäre, ne? Eieieiei. Aber wir drücken heute dem deutschen Team die Daumen. Come on. Servus, ein Dortmunder getroffen. Was tippen Sie heute? Ah, ich glaube, es schwierig wird für den BVB. Ja, mit einem 1-3 wäre ich sogar zufrieden. Wirklich? Ich sag sogar 2-1 für euch. Come on. Viel Erfolg, gell? Tschüss. Oh, Digga, der tut mir jetzt leid. Er sagt doch 3-1 für Real. Das ist ein Realist. Aber ich finde, die Dortmund müssen sich auf gar keinen Fall verstecken. Ja, Mickey Maus am Start. Komm, fragen wir mal hier den mit der Glatze, mit Bellingham-Trikot. ¿Qué piensan? 2-0. 2-0 Real Madrid. ¿Quién marca? Los dos Bellingham. Los dos Bellingham, vale. No metió ninguno, así que alguna vez tiene que meter. Okay, tu jugador favorito, ¿sí? Ciao, sí. Okay, er sagt 2-0 Real und beide Tore schießt Bellingham, weil er ja noch nicht getroffen hat, sondern irgendwann ist es immer so weit, sagt er. In Madrid gibt es aber auch die ein oder anderen Talahuns. Talahun, ich bin der Erste, ich bin der Patron. Luigi und Mario, waren die beim letzten Mal auch schon am Start? Wer aber auf jeden Fall am Start. Aber so nebenbei, ich hätte auch gesagt, dass Real gewinnt, dachte ich auch. Die haben im Champions-Finale gewonnen und jetzt haben die sich nochmal verbessert, weißt du, jetzt haben die nochmal neue Spieler, MAP, ne, Vinicius ist richtig top dabei, hat man ja auch gesehen im Spiel, ich habe auch für Dings getippt, Real Madrid, also, ich war für Dortmund, so, ich hätte es gegönnt, aber ich habe mich auch gefreut beim 2-0, aber zweite Halbzeit war ja Katastrophe. Was ich jetzt in den Highlights gesehen habe, ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel lief, was ich jetzt in den Highlights verfolgt habe oder gesehen habe, da lief es ja gar nicht, Alter, da ging es ja gar nicht. Das war beim letzten Mal, es sind natürlich wie immer die Riesenpferde hier. Und heute ist endlich auch mal wieder was los in der Straße von den Ultras da drüben. Es ist sehr laut. Das heißt, sie nehmen das Spiel ernst. Aber ich meine, es ist ja auch wieder das Champions-League-Finale. Wiederholt. Boah, da geht's ab, Freunde. Ich glaube, die haben sogar Pyros dabei, oder? Boah, ich darf nicht zu nah am Pferd hier. Ja, da sehe ich auf jeden Fall auch. Okay, die halten irgendeinen Banner da nach oben. Liebe Grüße an Toni. Vielleicht guckt er heute zu. Ich glaube, er befindet sich auch gerade sogar in Madrid. Okay, ein bisschen Rauch geht hoch hinterm Banner. Hey, Toni Kroos. Für den Content gehe ich mal mitten in die Masse rein. Wobei, ich habe ja schwarz-gelb an, ich weiß nicht. Am Wochenende beim Klassiko wird es hier, glaube ich, sehr abgehen. Okay, das war's auch schon. So krass. Geben sie dann doch nicht Gas heute, ein bisschen. Digga, Junge, wisst ihr, wie groß die sind? Also wie gesagt, es ist schon ein sehr wichtiges Spiel. Dortmund hat immerhin schon 6 Punkte aus 2 Spielen. Real hat einmal verloren, also die sind schon etwas mehr unter Druck. Vinicius Junior, der Mann, der nächste Woche zum Ballon d'Or-Sieger gekürt wird. Also da bin ich mir zu 95% sicher. Dadurch, dass Rodri ja extrem lange ausfällt bei Man City und De Bruyne auch immer wieder von Verletzungen geplagt ist, ist für mich Man City dieses Jahr nicht der Top-Favorit auf den Champions League-Titel. Natürlich Real sowieso immer im Top-3-Favoritenkreis dabei. Ansonsten, Leute, setze ich wirklich noch auf Bayern. Das Finale wird hier in der Allianz Arena stattfinden. Das ist eine extra Motivation für die, vor allem für die Veteranen, die Müller, Neuer. Man weiß ja nicht, wie lange die noch spielen. Oh, also Güller-Trikot da im Hintergrund, sehe ich. Ehrlich, Leute, direkt mit Nummer 15. Spielen, die unter Hansi Flick und ich glaube, es ist mal wieder so weit. Und die geblieben an sich. Aber natürlich sind jetzt auch die nächsten Spiele sehr wegweisend. Digga, der kleine Junge will einfach ein Foto mit mir. Der hat mir auf Spanisch angesprochen. Me conoces, de donde? De YouTube? Oh, qué bueno, okay. Mucha suerte, hoy. Ciao.
Oh, wie nett. Der kennt mich von YouTube, Leute. Ein kleiner Spalt. Also, das ist mir noch nie passiert. Eher dann ältere. Aber er mag mich, auch wenn ich Barca-Fan bin. Ich habe heute auch wieder Champions Club Zugang, Leute. Wir können uns schnell noch dort was zu essen. Geil, Digga. Kann ich einen Aufzug mit benutzen? Warte. Ah, okay, geil. Bei Real Madrid gibt es keine Überraschung der Startelf, außer vielleicht, dass Modric von Anfang an. Guckt euch die Ausstellung an. Ist das geisteskrank? Ist das ekelhaft. Dann beginnt Dortmund vorne mit Gittens, Brandt, Karim erstmal nur auf der Bank, Malen, Girassi, Nemcha, Sabitzer. Können wir auch schon ein bisschen ins Stadion reinschauen, aber ich muss jetzt hier erstmal anstehen. Ja geil, hier ist so eine Sponsorenwand im VIP-Bereich, da kann man Bilder von sich ausdrucken lassen. Touch the screen, okay. Choose your team, ja eindeutig. Ach, das ist sogar von Tops gesponsert, wie cool. Dann machen wir einfach das Clean, oder? Ah ja, da bin ich jetzt, okay. Ohne Handy, kurz weglegen. Ah, sieht gut aus. I love it. So, jetzt kommt's raus, glaube ich. So, wow, voll gute Qualität sogar. Anton Messi, let's go! Oh Leute, ich hab meine Laktose-Tabletten nicht dabei, soll ich mir trotzdem gönnen? It was at this moment that he knew. He fucked. Ich werd's so bereuen gleich. Ja, aber so Schinken, das sehe ich auch wieder. Oha, schau mal, wie sich hier den Käse reiben. Als ob so ein Blumenstrauß wäre. Das ist auch über Laktose, ne, aber egal. Boah, wie so ein Eis mit einer Waffel. Bellingham heute wieder gegen seinen Ex-Verein. Da ist ein Champions League-Pokal. Saxophon-Spieler. Steckt schon Liebe hier im Buffet. Auch solche Cracker mit dem Champions League Logo. Alter Schwede, dieses Oreo-Dessert schmeckt ja geisteskrank. Der ist so dreckig. Ich hab davon gegessen. Es ist spät. Es kracht gleich jeden Moment. Geiles Lied. Good never feeling alright. Maybe I will have the best fucking night of my life. Meine Damen und Herren, und hier sehen Sie das Stadio Santiago Bernabeu. Geil. Von innen. Wir sitzen irgendwo da, Leute. Perfekte Sicht. Wo ist ein MAP? Ah, da schießt er gerade. Bap. Drinnen. Vinicius auch direkt daneben. Modric. Zack. Und. Bap. Easy. Bellingham auch im Stissel. Wie lustig wäre das, wenn Toni Kroos, Leute, in der Loge genau über uns sitzen würde? Vielleicht ruft er mich dann zu sich her. Das wäre cool. Aber könnte echt sein, dass er heute fort ist, ne? Oh. Das ist meiner. Ah, Alter, ich bin ja direkt hinter den Fernsehkameras. Und das Dach haben sie heute auch wieder geschlossen für die bestmögliche Akustik. Es wird heute laut. Boy! Oh, das war ein bisschen laut. Der hat mich nicht angeguckt. Boy! Aufgrund dem neuen Champions League-System haben wir jetzt schon so viele Top-Spiele während der Gruppenphase. Ich meine, das Endspiel wiederholt sich. Dann auch das Endspiel von der vorletzten Saison wird sich wiederholen in der Gruppenphase zwischen Inter Mailand und Man City. Boah, ey, ich hab nicht mitgesungen. Das ist nicht auf Band. Ich wollte nur, zitieren. Da stand, es kommen die Stars raus. Die rollen ihren Wikinger-Banner für heute aus. Ich check aber den Spruch nicht. Unser Corona ist unser Pokal. Aha. Vielleicht ist es so gemeint, dass Real Madrid infiziert davon ist, dass sie immer wieder die Pokale gewinnen. Führt die Mannschaft an als Capitano. Aber was geht denn jetzt ab, Digga? Es gibt ja sogar eine große Choreo. Hier, mit dem Pokal als Muster. Mbappé als Vorletzter, Eder Militao sogar als Letzter. Vinicius als Dritter. Bitte gewinnen wir morgen gegen Bayern. Dortmunder Fans, macht Stimmung, Freunde. Man hört sie auf jeden Fall gerade deutlich lauter als die Madrilene. Come on, Dortmund! Boah, Julian, guter Antritt. Hier ist die erste große Chance. Ich habe irgendwie im Gefühl, es rappelt gleich. Es rappelt gleich im Karton. Gute Freistoßgelegenheit, Modric. Mbappé am zweiten Pfosten. Ja, und kickt den Ball. Boah, Glück gehabt. Mbappé nicht vom Ball zu trennen. Oh, oh, war gut gemacht von Kylian. Guckt euch das an. Alter, wie laut. Borussia. Ziehen die Madrilene auch nach mit dem Springen. Wir singen Champions of Europa. Die werde ich dich lieben. Nuri Sahin ist da an der Seitenlinie wild am gestikulieren. Schreibt seine Mannschaft nach vorne und Schlotti, wie gewohnt, etwas ruhiger.
Am Kaugummi kauen? Sag's nicht ehrlich, Leute, Real Madrid ist mir gerade zu passiv. Die warten schon förmlich auf den gefährlichen Angriff vom BVB. Selbst ein guter Zeitpunkt, das 1-0 zu erzielen. Schau mal, die pressen gar nicht real. Alle in der eigenen Hälfte. Guter Ball von Sabitzer. Kommt ins Tempo, auf die Kette zu. Oh mein Gott, was ein Ball von Lemcha. Ja, mal Abschluss. Nachgesetzt, Kirosi. Oh, der muss sitzen! Leute, ich kann nicht übernehmen, wir nur Spanier sitzen. Wie ruhig ist es einfach im Stadion. Perfekt gespielt, besser konntest du es nicht machen. Ich wollte mich darüber aufregen, dass sie nicht früher schon geschossen haben, aber am Ende super kombiniert. Alter, dieser Ball, der erste, ich glaube, wer war das? Dieser R1-Pass, Freunde, in die Mitte. Da kam so überraschend, aber auch super Vorarbeit von Gerassi. Ganz feines Füßchen bewiesen. Es ist, wie gesagt, nicht unverdient. Von Real Madrid kommt ziemlich wenig und Dortmund ist einfach effizient bisher. Ich glaube, die Dortmunder singen Europapokal, Europapokal. Oh, wieder Platz für Dortmund. Mann, komm! Digga, 2-0. Oh mein Gott, Digga. Dortmund führt 2-0 im Berlin. Aber haben die auch gut gespielt, aber ich weiß nicht, warum haben die denn in die zweite Halbzeit so defensiv gespielt, hä? Warum spielen die nicht einmal weiter offensiv, okay, wenn das geklappt hat? Auf Reals Reaktion. Die müssen auf jeden Fall ein Tor schießen. 3-0 holen, also wird auch für sie schwer aufzuholen. 2-0 ist für Real ein Klacks. Aber wie geil war der Assist wieder von Malen. Allein der ganze Angriff. Natürlich wurde denen auch viel zu viel Platz gelassen. Also Real Madrid fahrlässig. Aber auch super mitgelaufen von Gittens. 2-0 für Borussia Dortmund. Fehlstart Real Madrid in der Champions League. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Oh mein Gott, der Pass von Vinicius auf Bellingham war traumhaft. Eine richtig schöne, gefühlsame Chipflanke, aber Bellingham kann es verwerfen. Rodrigo! Oh Leute! Bellingham! Oh mein Gott, der Bimmel! Krank, zweimal Latte. Oh Mann, hier ist gerade irgendeine Gehirnzelle geplatzt. Was, Kumpel! Triple Chance für Real! Boah! Ecke Real, Modric. Mal schauen, ob jetzt noch was passiert. Oh! Gerassi klärt. Vinicius kann es nicht fassen, dass daraus kein Tor resultiert ist. Aber Dortmund braucht natürlich auch Spielglück, ne, um heute zu gewinnen. Ohne geht's hier nicht. Links außen ist viel Platz. Oh mein Gott. Guter Versuch von Brandt. Courtois ist da. 2-0 ist natürlich ein hartes Halbzeitresultat für Real Madrid. Es wäre so krass, Freunde, wenn Real mit diesem Star-Ensemble wirklich nur mit 3 Punkten aus 3 Spielen startet. Die zweite Halbzeit wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, die haben sogar Sushi-Häppchen in der Halbzeit. Aber jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Von Vinicius. Bellingham. Guck mal, die Mauer, Dortmund mauert jetzt. Guck mal, die sind da mit, die sind da mit 10 Leuten hinten. Die sind mit 10 Leuten hinten, Gürassi ist alleine vorne. Oh, Vinicius, so viel Platz! Nicht drinnen! Das gibt's doch nicht. Also mittlerweile ist wirklich überfällig der Anschlusstreffer. Oh, Vasquez. Militao, Bellingham, jetzt muss er mal. Die blocken alles weg, die Borussen. Mbappé. Gut gemacht. Und jetzt ist es sauber. 2-1 ist das gefälligste Ergebnis. Ja, die werden nie kassieren, die werden abkassieren. Der weiß noch nicht, was gleich passiert, der weiß es noch nicht. Kein Abseits!
Tore in 3 Minuten, aber das zählt erstmal nicht. Das sollten wir ja abwarten. Da haben sie Mbappé komplett alleine gelassen. Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Wenn das jetzt zählt, dann wird's so laut hier. Guckt euch rüber. Ja, die feiern schon. Jetzt ist es sauber. Aber der Offensivspieler ausgewechselt und defensiver eingewechselt. Warum das denn? Innerhalb von 3-4 Minuten. Ja. Immer und immer wieder. Ich habe gar keine Kraft mehr zu sagen. Aber ich habe es euch gesagt. 2-0 ist nichts im Bernabeu. 3-0 hätte ich gesagt, okay. Danke, klappt aber 2-0. Und ich würde mein linkes Ei drauf verwetten, dass Real Madrid auch noch das dritte gleich macht. Dortmund wird dieses Spiel jetzt nicht mehr gewinnen. Was passiert hier? Modric zaubert mit 39. Mbappé. Gefährlich. Keiner Digga, was ein Pass. Super Laufweg von Mbappé. Oh. Er hat eigentlich alles perfekt gemacht, ne? Aber Kobel ist da. Oh mein Gott. Den muss man reinmachen. Gegen Real. Man muss alle Chancen nutzen, die man hat. Man muss es machen. Den kriegt man selber einen rein. Rodrigo, so gut. Vasquez! Oh, er ist ein Bruch. Krank. Mit Dortmunder gespielt. Aber okay. Die Dortmunder hat das Spiel gegen die erste Halbzeit jetzt als Real. Aber unverdient ist es nicht. Vor allem die zweite Hälfte, der hat komplett ihnen gefüllt. Fans schreien schon wieder. So gewinnt Real Madrid. Vinicius. Guck mal, Emre Can. Oh mein Gott, ist der schnell! Deswegen wird der richtig auseinandergenommen. Emre Can wird wegen dieser Aktion auseinandergenommen. Der ist nicht hinterhergelaufen, der hatte keinen Bock mehr. Aber warum läuft der denn nicht hinterher? Ballon d'Or würdig. Feierabend. Wo ist mein Hut stehen? Unglaublich. Gänsehaut. Nicht ohne Grund das Shirt ausgezogen nach dem Tor. Ja, nimmt er mit die gelbe Karte, ne? Juckt ihr nicht. Weißt du, die eine Sache ist ja erstmal dieses Tempo aufzubringen. Mit Ball, wohlgemerkt. Mit Ball. Und dann nur noch die Kraft zu haben, so präzise abzuschließen. Weltklasse. Ja. Ich hab leider sein Dribbling nicht von Anfang an drauf. Er hat wieder 3 Leute ausgespielt, Vinicius. Ich fress den Besen, kann das alles. 3 Tore, ne? Ich hab zu viele Real-Comebacks in meinem Leben miterlebt im Stadion. Ich hoffe, euch hat das Stadion gefallen. Das Schiri wird, glaube ich, jetzt noch abpfeifen. Vinicius Real Madrid. Gestern. Alles auseinandergenommen. Real Madrid macht 5 Tore in einer Halbzeit, Digga. Grütze fix. Gute Nacht, Freunde. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Barca Bayern. Oha, bei meinem Hotel ist schon Weihnachtsstimmung. Ach, krank, Digga. Also wirklich geiles Spiel.
Für neutrale Fans, so für mich zum Beispiel, wäre safe ein geiles Spiel, wenn ich das geguckt hätte, aber ich habe Paris geguckt. Aber krankes Spiel, krankes Spiel.